Über 500 Jahre prägte ja das Römische Reich mit seinen Legionären, Handwerkern und Bauern, seiner Architektur, den Kastellen und Bädern unser Land und hat bleibende Spuren hinterlassen. Im Zuge der Landesausstellung werden ja jetzt Rundfahrten mit der MS Maria angeboten. Was erwartet da dein Gast? Wir haben da ein Programm entwickelt mit Rundfahrten, das dauert circa eine gute Stunde. Das geht da jetzt die Erklärung von der Geschichte der Römer und dann gibt es die Erklärung von Enzhafen, wo die Firmen vorgestellt werden. In welchem Zeitraum werden die Rundfahrten angeboten? Gibt es die jeden Tag oder gibt es die nur auf Anfrage? Nein, im Prinzip gibt es nur auf Anfrage bzw. auf Charterbasis. Und wie lange dauert so eine Rundfahrt? Circa eine Stunde. Und die werden je nach Bedarf vormittags und nachmittags kann man da mitfahren? Zu jeder Zeit können wir fahren. Wir machen eine Zeitreise am Römerschiff entlang der Donau. Unsere Stationen durch die Geschichte. Abfahrt im Enzhafen von der Personenschiffsanlage Stöhl, Donau aufwärts bis auf Höhe des einstigen Salzhafens der Römer. In der Blütezeit lebten in dieser Region ca. 25.000 Menschen. Eine bunte Mischung aus Römern, Einheimischen und Zuwanderern aus allen Teilen des Reichs. Retour in den Enzhafen. Mit Blick auf die Gedenkstätte des heiligen Florians an der heutigen Enzbrücke. Fahrt durch den modernen Enzhafen. Enz ist die älteste Stadt Österreichs. Und dann gibt's die Ankunft an der Personenschiffsanlegestelle.